Hallo Sally. Und was passiert gerade? Ja. Hallo Sally, wir tun jetzt so, als ob wir uns gerade erst gesehen. Hallo, was für ein Zufall, dass du heute in meiner Küche bist. Besuch von Sally und Murat, einem Riesentross an Team. Und also normal, das ist ja der Riesenunterschied, ja, jetzt zwischen Sally und zwischen Trettel. Trettel dreht mit einem Handy. Sally, dreht es euch ein bisschen um. Schau mal, was da aufgefahren wird. Man muss dazu sagen, also wir waren halt gerade in Salzburg, hatten hier Dreh und dann haben wir es am Mittwochmorgen. Da hinten sind der Murat. Dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, dann kommen wir mal vorbei. Und jetzt kommen sie vorbei und jetzt haben wir ganz spontan einfach gesagt, wenn ihr vorbeikommt, dann kochen wir Knödel. Ja. Oder? Dann habe ich gesagt, Josh, pack mal die Kamera aus, wir drehen mit. Genau. Und also dann sieht es so aus. Ja. Das war ganz spontan. Es war so spontan, ja. Ich wollte eigentlich heute Vormittag noch zum Friseur gehen, ja, weil jetzt mittlerweile sieht man doch, dass ein kleines Schaf aus meinem Kopf wächst. Und deshalb ich kann das aber auch. Haare schneiden. Ah ja, ich gucke mir ein YouTube-Tutorial an und dann schnippe die Schnapp. Ich habe das während Corona mal gemacht bei ihm. Ich auch bei Murat, es wurde eine Rasur. Ich gehe heute trotzdem noch lieber zum Friseur. Okay, ja. Okay, verstehe ich. Knödel, wir machen ja Käseknödel, okay. Weil die Rote Bete-Knödel, der Klassiker, den ich ja so lieb aus meiner Heimat, den haben wir ja schon mal gekocht. Und wir machen Käseknödel, wir machen sie ein bisschen anders, weil ich werde ein bisschen Lauch reingeben. Beim Lauch, das Grün, möchte ich mitverwenden, weil das ist ja etwas, was ganz gerne in Abfall landet bei vielen. Und deshalb möchte ich das einfach jetzt kochen. Ja. Hab's klein geschnitten, gewaschen. Ja. Ich habe auch Hände gewaschen übrigens. Das, ja. Ihr habt's gesehen. Muss man immer dazu sagen. Ja, ich hab die Hände gewaschen und habe mir ja sogar eine Maniküre machen lassen von Sally davor. Und weil es ist auch wichtig beim Knödel machen, weil eines ist sicher, irgendwann müssen wir ja rein in diese ganze Knödelmasse und ich möchte mir keine Handschuhe anziehen. Ich auch nicht. Ja. Und vor allem, es ist ja für uns jetzt in dem Fall, können wir ja auch. Okay. Sag mir, wo ich dir helfen kann. Ich kann einfach nur putzen und aufräumen. Das kann ich auch gut. Das ist sicher das, was am meisten anfällt. Ja, aber wenn ich koche, ja, dann haben wir hier immer etwas Chaos. Aber noch geht's. Ja. Ich wüsste jetzt gar nicht, was momentan hast du machen kann. Hast du so mit jemandem zusammen dann im Live-Video? Nee, ne? Ja, also einmal haben wir mit dem Niko Kovac habe ich mal gekocht, ja, aber Niko ist ja ein toller Fußballer und hat jetzt so vom Kochen ziemlich wenig Ahnung. Okay. Aber trotzdem war spaßig. Ja. Aber hast du nicht mehr Fußballtorte gemacht? Ja, ja. Eine was? Eine Fußballtorte. Hey. Ja, der Bürgermeister, der wurde 60 und dann habe ich dem eine HSV-Torte gemacht. Eine HSV-Torte? Ich dachte, HSV heißt Hundesportverein, aber Hamburger Sportverein. Ja. Und dann haben sie mich angezeigt. Nein. Doch. Nee. Ich sage das jetzt im Live-Video. Der HSV hat mich angezeigt und hat gesagt, ich soll mein Video löschen, weil ich deren Logo benutzt habe. Lieber HSV. Seid doch froh, dass ich euer Logo Lieber HSV, ihr in der zweiten Bundesliga herum, Krebs hinter Verein, ja, seid doch froh, dass mal ein bisschen einen Erfolg feiert. Ja, genau. Scheiße, jetzt mit einer schönen Torte. Der Bürgermeister hat sich gefreut. Das gibt's gar nicht. Doch. Wie kleinkariert. Oder? Aber vielleicht ist diese kleinkarierte Denke auch der Grund, warum sie nicht erfolgreich sind. Ja. Weil ich denke, dass kleinkariertes Denken Menschen nicht erfolgreich macht, ist so. Oder? Und ich kopiere so viele Leute, weil ich diese ganzen Süßwaren, diese Marken, da kopiere ich hier das Rezept und da den Riegel und dort die Süßigkeit. Aber nee, der HSV hat nicht. Was für eine geile Geschichte. Oder? Dass du die hier erzählst. Ja? Ich finde mega. Das kommt auch bald bei uns in einem Video, aber es war jetzt so die Premiere. Ja. Sehr, sehr geil. Echt so. Was für ein kleinkarierter Ding. Ich habe dir die Zutaten da drüben hingelegt übrigens. Du, Sally, sag mal, wenn du kochen, backen, wo siehst du dich kochtechnisch, wo siehst du dich backtechnisch, so prozentuell, ja, wenn jetzt deine Talente betrachtest? Ich würde sagen, 70% backen, 30% kochen. Okay. Und wenn's, neben dir.
Und daheim würde ich sagen 50-50. Aber ich würde niemals für dich kochen, glaube ich. Und wenn es nur ums Kochen geht, in welche Richtung kochst du? Schon viel auch aus der türkischen Küche. Ja? Mhm. Da könntest du mir bestimmt viel lernen. Ja, ich koche dir mal was. Ich koche dir mal was. Ich koche dir mal was Türkisches. Soll ich lauter sprechen? Wir haben kein zweites so Bluetooth-Mikrofon leider. Ich spreche lauter. Das weiter. Ja. Schade. Das heilen wir jetzt ab. Ja. Kühlen es dann gleich ab. Nehmen den Topf gleich wieder her. Ja. Und rösten dann die Zwiebeln hier leicht an. Ja. Mit Butter, wie immer. Wer mich kennt, wird nicht gespart. Aber das passiert bei dir auch, oder? Buttermengen sind normal. Siehst du? Ja. Ich habe immer, wenn ich. Wenn ich nur noch 10 Stück Butter im Kühlschrank habe, dann herrscht bei uns Buttermangel. Ja, Menschen mit Butter sparen sind mir unheimlich. Ja, das macht man nicht. So was macht man nicht. Butter gibt Geschmack. Also, ich sage immer, Menschen, die keine Bücher im Haus haben und Menschen, die keine Butter im Kühlschrank haben, sind Menschen, von denen ich mich eher fernhalten möchte. Das unterschreibe ich. Ja. Das hätte ich gern als Zitat an der Wand. So, den tun wir jetzt einfach nur weich dünsten. Farbe braucht man keine. Und also das habe ich so jetzt auch noch nie gemacht. Ja, normal machst du verschiedene Käse, die auch ein bisschen schmelzen. Was haben wir denn für Zutaten eigentlich? Ich gebe hier immer ganz gerne einen Graukäse dazu. Das ist ein Käse, der ziemlich intensiv ist, ja, also so zu essen, echt ein bisschen schwierig, ja, aber den isst man in Südtirol besonders mit rohen Zwiebeln, das ist, dass man das noch mehr Dampf kriegst, ja. Und da gibt es aber dann keine First Dates, bei dem Käse. Also vorm First Date ist der nicht ideal. Okay. Aber mit Zwiebeln und mit Essig wird der gegessen. Ja, mega. Was ist wichtig beim Knödel? Ja, dass er fest bleibt. Nicht auseinanderfällt. Ein Mix muss es sein. Ja. Er darf nicht so fest sein. Ja, ich sage immer, die größte Beleidigung für den Koch ist es, wenn der Gast den Knödel mit dem Messer schneidet. Muss er so mit der Gabel? Ein Knödel muss gerissen werden. Ja. Okay. Und wenn er zu fest ist, muss er natürlich schneiden. Aber er darf nicht auseinanderfallen. Okay. Und wichtig ist Knödelbrot. Hast du so eine Garprobe oder machst du das immer aus dem FF? Ja, wir normal fühlst es. Okay. Ja. Wichtig ist Knödelbrot, lang das mal an. Noch weich, aber nicht ganz trocken. Genau. Es ist eigentlich so 2-3 Tage altes Brot. Ja. Also dieses ganz alte Knödelbrot, das vertrocknete. Das ist ganz schwierig, ja, weil da immer wieder diese Brötchen da drinnen bleiben. Ja. Okay. Ich möchte das jetzt. Ich gebe doch das Sally ihren Löffel. Ach so. Den wir immer nehmen. Vermissen Sie schon den Sally-Löffel? Ich sehe Sally-Messer. Sally-Messer, Sally-Teigkarten. Roland Chaos. Ich war jetzt. Ah, da ist er, das Süße. Darf ich zum Sortieren kommen? Ich sortiere sogar die Küche. Echt? Ja. Oh Gott. Ich würde das einmal gern vernünftig haben. Cool. Darf ich mit meinem Etikettiergerät vorbeikommen? Ja. Ich mache das voll gern. So, ich glaube, ich bin jetzt nicht der Typ, der beleidigt ist, wenn hier mal ein bisschen Ordnung reinkommt. Und ich kann es auch nicht von meiner Frau verlangen, weil sie ist eigentlich dasselbe Chaos wie ich. Na, aber ich habe mal ganz viele von deinen super Vorratsbehältern gekauft. Ganz viele. Aber die werden immer nur alles auf. Ja. Das ist jetzt der grüne Lauch. Ja. Ich habe Quark, Topfen, ziemlich mager und die Eier rein, dass es ein bisschen aufgemixt wird. Und dann kriegt dieser Käseknödel auch ein bisschen was Grünes. Mhm. Klingt gut. Habe ich aber so auch noch nie gemacht. Aber ich finde, dass es an der Zeit ist, umzudenken, ja, und einfach solche
weil der Lauch, der Geschmack ist ja super, ja, in den Grün drinnen, ja. Also deshalb. Ich mach die auch nie weg. Nee. Ach Scheiße, weißt du, was ich machen wollte? Ich wollte den mit reinmixen, aber den tun wir jetzt. Na, weißt du was, den tun wir jetzt da rein. Weil das ist so ein wirklich alter Camembert. Und den möchte ich da als Geschmacksträger noch drinnen haben und dann funktioniert es super. Du darfst mir auch andere Aufgaben als Rühren, als Rühren übergeben. Du machst das aber ganz toll, ja. Ich bin gern so Koch. Ich hatte hier noch nie so eine tolle Hilfe. So eine tolle Rührerin an meiner Seite. Wir geben ein bisschen Mehl dazu. Ja, man riecht schon. Ja, ist ja sehr intensiv, gell? Dann gebe ich den Graukäse, den schneiden wir in kleinen Würfel. Das kann man jetzt schon drüber geben. Ja. Da rein? Ja. Ein Einsatz. Yeah. Wahnsinnig elegant. Du weißt, was auch viele falsch machen bei Knödeln, ist, dass sie sich einbilden, je mehr Eier, desto besser. Mhm. Das ist eigentlich einer der größten Fehler, weil wenn zu viele Eier reintust, ja, dann wird das die Knödelmasse so speckig. Und das ist auch nicht das, wie ein Knödel sein sollte. Okay. Jetzt gebe ich noch was von dem Käse. Ich habe nicht mal Ahnung, was es für ein Käse ist. Es sind immer so Käse, die so ziemlich weich sind, wo du davon ausgehen kannst, ja, dass sie eine schöne Schmelze haben. Sie können, alle Käse sollten geschmacklich so sein, dass wenn in die Küche reingehst, ja, da sagst du, riecht ganz schön streng heute bei euch. Aber es schmeckt umso besser. Genau, je besser die Käse, je intensiver die Käse, desto besser die Knödel. Ja, weil wir haben ja Knödelbrot und dieses Knödelbrot, schmeckt das ist nicht. Schmeckt nach nichts. Das Pfeffer, ja. Also das ist so eine Pfeffermischung, die ich total gerne verwende. Also das ist so in Wahrheit mein Lieblings. Genau. Dann reibe ich hier noch ein bisschen Ziegenkäse dazu. Stecke ein. Vergiss den Deckel nicht, weil sonst kommt nicht viel zu Hause an, ja. Er ist aber sehr lecker, gell? Ja. Ah, deshalb die Tür. Sehr gut. So, und jetzt können wir langsam schon reinfühlen. Mhm. Und wenn jetzt ein bisschen was an Flüssigkeit fehlt oder... Was nimmst du da als Flüssigkeit? Dann nehme ich jetzt ein bisschen Milch dazu. Aber durch dem, dass wir schon den Lauch hatten, ja, da gibt es ja auch Flüssigkeit. Also nehme ich lieber den Lauch. Komm, ich kratze das noch aus. Dann fühle ich mich sinnvoll. Ja, so schön. So. Ja, sie macht das so entspannt und nett. Ja, gell? Ich bin da immer viel hektischer beim Kochen. Ja. So. Durchaus. Und der Murat ist doch so ein alter Schwabe und dann muss man immer alle Lebensmittel so bis zum letzten Tropfen. Ja. Recht hat er. Locker noch 40 Gramm da drin. Weißt du was, das ist jetzt auch wichtig, das Vermengen der Masse, das nicht so reingehen. Ganz viele gehen so rein und drücken so die Masse durch. Dann wird es matschig, gell? Ja, genau. Es muss... Dann ist die Luft weg. Ich sage immer, ich schließe meine Augen, denke an meine Frau und massiere sie. Massiere die Schultern schön. Das hat er schon lange nicht mehr gemacht. Das macht er nur etwas bei Knödel tiefer. Mach schön den Rücken. Wage mich ganz vorsichtig. Okay, jetzt ist gut. Okay. Ah, wir sind beim Knödel. Wie probierst du zu Hause? Immer mit Probierlöffel. Echt? Das war. Ich habe schon so oft auf die Fresse bekommen, ja. Wenn dann die Leute sagen, oh, und wie kann man denn? Und ich sage so, hey, Leute, ich koche für uns. Ja. Aber ich bin halt so Frau Lehrerin. Und in der Schule habe ich den Kindern immer gesagt, Löffel und Probierlöffel. Aber bist du eine von denen, die mir immer geschrieben hat dann? Ja. Wenn ich mit dem Finger probiert habe? Ich war das. ich bin Lisa 123. Extra einen Account für dich erstellt.
Ja, ist schon. Max, kurz reinfüllen. Ja. Sally, massieren wir doch auch noch ein bisschen. Weicher Nacken. Oh, echt gut. Ja, ist echt. Und die Farbe ist spannend, oder? Weil ein Käseknödel ist normal weiß und. Ja, viel schöner, appetitlicher. Schöne Farbe und nicht nur die Farbe. Die ersten tippen wahrscheinlich so auf Spinat, weil man normalerweise mit Lauch und so. Und ich finde ja Lauch, ich finde ja jedes Zwiebelgemüse wahnsinnig spannend, ja, weil es einfach so einen schönen, süßlichen Geschmack gibt. Und jetzt wieder. Ich würde jetzt mal doch vielleicht. Jetzt hast du noch gar kein Ei drin, oder doch? Doch, sind drei Eier habe ich jetzt drinnen, ja, okay. Auf die Masse. Jetzt gehen wir kurz. Hier mit Salz oder ohne? Salz. Gesalzt ist mal mit Sucuk. Sucuk. Sucuk, türkische Knoblauchwurst. Kennst du den? Alles Rind, oder? Was? Oder ja, ist das Rind mit Lamm auch? Lamm auch. Okay. Aber das Problem ist, die müssten wir eigentlich mal selber machen, weil die meisten, ich kann die nicht essen, da ist überall Geschmacksverstärker drin. Ja. Überall so das schlechteste Fleisch eigentlich. Ja, es gibt wenn du in der Türkei bist, sicher auch ein paar gute, kleine. Ja. Also die, die man hier so hat, nichts Bio, nichts. Wäre schon mal an der Zeit. Ja, ich. Die Leute schreiben, du willst die Knödel jetzt abwiegen. Echt? Wie, du willst sie abwiegen? Ich würde sie abwiegen, bis sie gleich kosten. Oder ein Eispott zu mir nehmen. Ja, aber das, was Gott, die kennen mich so gut. Das, was deine Waage ist, ist mein Gefühl. Ja, ich habe auch ein gutes Gefühl, aber ich bin das ja exakt 60,0 oder 70. Okay. Nee, müssen wir nicht. Ach komm, bringen wir Sally ins Haus. Nee, komm, jetzt machen wir. Ja. 60 Gramm Knödel. Okay. Oh, jetzt. Oh, ist das eine Challenge? Du machst mit und du machst ohne Waage, oder? Nee, wir legen es beide drauf. Okay. Ja. Oh wow, 60. Ja, genau. Du schwindelst. So, legen wir drauf. 77. Das letzte Stück war 76. Ja, ich glaube, du bist näher. Oh. Aber ich habe das weggerissen. Nachdem, was für ein Schwindler. Also es kam noch drauf, es sind 72. Ja. Ich habe da einen gesehen und sagt, okay, 77, muss was wegreißen. Aber hey, komm, nicht so schlecht, weil die Masse, die fühlt sich schon so leicht an. So, jetzt können wir aber, ich glaube, da passiert nicht viel. Ja. Also ja. Im Negativen, also das wichtig, dass sie jetzt glatt gerührt werden. Mhm. Warte, ich tue ein bisschen Wasser da rein. Legt halt dahin. Der Mann legt halt dahin. Genau. Ich putze ja immer selbst. Ja? Ja. Ich würde Zähne nicht putzen. Was, deine Zähne? Und je mehr, dass ich putze, ja, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich davor gemacht habe. Und danach machen wir noch ganz schnell einen Salat gemeinsam, oder? Währenddem die Knödel so dahin kommen. Ja, mit Kohl und Sellerie und Chicorée, ein bisschen bitteres. Schau, alle gleich schwer. Ja. Da. 57, 59, 63. Oh, Herr Murat. Ich will gar nicht dabei sein. Tut mir nicht aufnehmen. Genau. Ich werde gesucht. Es kommt. Überall. Er riecht das Essen, dann kommt er auch daher. Ja. So, wir kommen jetzt öfter spontan vorbei. Ja, das ist total toll. Aber wie schnell so ein Knödel auch geht, gell? Ja. Und wie schnell auch ein altes Brot zu Hause oft weggeschmissen wird, ja. Ja, ja. Und da hast eine Lösung, altes Brot. Was ich auch immer mega gut finde, sind Brezeln. Zum Knödel machen? Ja. Wir haben immer oft Brezel übrig. Ja, das Brot ist natürlich das Allerwichtigste.
Weil falsches Brot. Roland, hau sie weg jetzt, hau sie weg. Ich habe das aber auch noch nie gemacht, ja, dass ich die Knödel so auf die Herdplatte lege. Aber ich wollte dir bis provozieren. Ich wollte einfach schauen. Ich wollte einfach dich mal aus deiner Komfortzone bringen. Ich wollte einfach ein bisschen durcheinander bringen. Ich bin jetzt aus der Komfortzone raus. Ja. Weißt du, was ich im Leben habe daheim? Das ist Pädagogik. Das ist ein Leben, das ist organisiert. Pedantisch, oder? Organisiert und strukturiert und schön. Wenn die Kamera aus wäre, wird der Roland jetzt sagen, wie hältst du das aus, Murat? Komm, ich gehe ein Bier trinken. Nee, weißt du was? Ich sage, wenn die Kamera an ist, frage ich, Sally, wie hältst du das aus? Ich kann ganz gut, das kann ich echt gut, Geschäft und Privat trennen. Das heißt, dein geschäftlicher Murat ignoriert mich. Scheidung wäre zu teuer, wenn man kann. Jetzt wär, also inzwischen wäre Scheidung zu teuer. Für mich. Für dich. Für mich. Für mich. Ich muss ihn jetzt ertragen. Ihr seid aber ein tolles Team. Du, aber das sagt er mir zusammen. Da bricht nichts mehr. Ja, ich weiß was, meine Frau und ich sagen ja ganz häufig, dass es in Beziehungen ganz selten gute Teams gibt. Mhm. Manche sind gute Ehepartner und manche sind gute. Ja, und selbst da gibt es nicht so viele. Aber ich also wir zählen euch schon immer zu denen, die mit uns auf Augenhöhe sind, ja, wenn es um das gute Team geht. War das gerade ein Witz über meine Größe? Das hat doch 100, ich schwöre es, das war gerade ein Witz über meine Größe. Da also, hat sich gerade noch schief. Ganz ehrlich. Das gibt es doch nicht, oder? Hey. War das gerade? Aber da roll ich einfach 82. Murat. Schatzi, du warst nicht dabei, ja. Murat kam rein und ich sage, Murat, bist gewachsen. Das war das Erste. Aber wir können jetzt da reingehen. Okay. Wir gehen hier ein bisschen runter. Ein nicht Knödel darf jetzt, nicht ne? mehr kochen, ein Knödel muss ziehen. Du müsstest ein bisschen lauter sprechen, Sally. Ja. Oder deutlicher. Ja. Ja. Deutlicher? Ja. Ja, das, da merkt man, gell, wenn der Südtiroler spricht, ja, dann wirkst du gleich undeutlich in deiner Aussprache. Ja. Weil mein Deutsch einfach perfekt ist und meins halt so badisch. Badisch charmant. Sollen wir alle gleich rein oder wird es dann zu viel? Ach, was, rein damit. Rein damit. Meine Oma rollt die Klöße unter der Achsenhöhle, schreibt jemand. Mmh. Viel Spaß. Es gibt den extra Geschmack. Die Käseknödel dann aber nur, oder? Nur die Käseknödel. Dann brauchst du auch keinen Graukäse verwenden, ja, wenn du das machst. Ja, das wird schon grau von alleine. Ja, und selber kochen ist so schnell und so einfach. Guck doch mal. Ja. Wenn man keine Angst hat. Ich sage immer. Mein Murat ist lauter als alle Mikros, als alle, die mit Mikros zusammen sind. Stimmt. So. Salz. Ja, keine Angst vor Knödeln. Aber so eine Ordnung hatte ich hier noch nie. Irgendwie hat es doch, glaube ich, mit dir was zu tun. Schau, sie spielt sogar den Mixbecher ab, während dem Kochen. Hey, ich würde es machen normal, das lässt sie nicht machen, ohne Witz. Ich mache nur Wasser rein, dass es nicht antrocknet. Ja, das hatte ich noch nie kapiert, der Kerl. Heiß. Weil wenn das so antrocknet, dann wird es aufwendiger. Genau. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hab kein Problem, wenn du das machst. Ja, gell? Aber du hättest mit der Art, wie ich koche, schon ein Problem. Können Sie mal kurz erzählen, wo ihr euch kennengelernt habt? Ja, auf der IFA. Darf ich? Oh, ja. Das war so geil. Ja, okay. Ey, IFA, wir sind eingeladen für, ich kann es dir sagen, es war für Bosch auf der IFA. Und mir war Sally ja kein Begriff. Ja. Ja. Mir war aber Roland ein Begriff. Ja. Roland kocht auf der IFA für Bosch. Da stehen vorne auf der Bühne vor mir vielleicht drei Leute, die mir so eine halbe Stunde zugeschaut haben. Damals war ich noch bei The Days, die Roa und Coach. Und mir schauen, glaube ich, drei Leute zu. Und zu mir hast du gesagt, damals 30. Ja, es waren schon vielleicht ein paar mehr, aber ich möchte das Ganze jetzt einfach. Ich sage, es waren drei. Ja. Und
Ich habe das Sally übrigens auch gesagt, dass ich 1,75 bin. Und aber ich hatte nur Air Max an. Und, hey, und ich wusste, nach mir kommt Sally. Keine Ahnung, wer Sally ist. Ja. Und ich verlasse die Bühne und irgendwie hörst du draußen irgendwann so Menschen sprechen. Und ich gehe raus und ich sehe irgendwie 800 Menschen vor dieser Bühne und diese Sally dahinter. Ja. Und da hat sich dann auch rauskristallisiert, dass die drei, die vor mir standen, wahrscheinlich nur die waren, die was einfach früh genug da sein wollten, um dann in der ersten Reihe für Sally zu stehen. Ja. Es war echt frustrierend. Ja. Und ich habe mir gedacht, hey, das gibt es hier gar nicht. Ich meine, ich, der Spitzenkoch, und dann kam er nach hinten. Und dann kam er nach hinten, das weiß ich noch bis heute, und hat er mich backstage gefragt, ja Sally, was hast du eigentlich gelernt? Köchin oder Bäckerin? Und was habe ich dann gesagt? Nix. Ja. Lehrerin. Ich bin Lehrerin. Und dann hat er gesagt, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ja, das war echt witzig. Und dann waren wir an dem Abend noch weg, noch essen und dann haben wir so den Sack zugemacht und jetzt... Ja, und es war so witzig, ja, weil ich bin ja echt ein Mensch, der echt sehr, sehr zurückhaltend an Menschen rangeht und so sagt, hey, was soll das für ein Scheiß sein? Jetzt kommt eine Volksschullehrerin daher und nimmt mir meine ganzen Fans weg, ja, von der Kulinarik, keine Ahnung, sag ich damals. Ja. Aber es hat mir die Augen geöffnet, ja. Weil ich sage, es ist alles unwichtig. Ja. Das Wichtige an dem, was wir machen, ist das Gefühl. Ja, und dass man die Menschen erreicht. Genau. Und kaum ein Mensch hat so ein Gefühl für Dinge, fürs Kochen. Ja. Und deshalb... Und ich sage halt immer, wenn ich es kann, dann kann es jeder. Weil ich habe es nicht gelernt. Ja. So. Ich habe noch ein Schneidebrett, ich kann auch schneiden. Echt? Das will ich mir, das schauen wir jetzt an. Krallengriff. Da bitte. Mach weiter. Ja. Ich habe es ja echt gefeiert, dass ihr über die ganze Zeit jetzt, wo so jeder zu Hause war, habt ihr echt jeden Tag Live-Videos gemacht. Ich konnte nicht immer live zugucken, aber ich habe es abends dann immer geguckt. Ja. War schon cool. 80 Gerichte. Wir fanden einfach, dass einmal haben wir sowieso täglich für uns kochen dürfen, ja, weil wir alles, was wir gekocht haben, direkt mittags gegessen haben. Und zweitens hat es uns als Team gut getan, jeden Tag so eine Aufgabe zu haben. Ja, da muss man sich ja irgendwas finden. Was hättest du noch gerne? Und drittens, schau den auch noch. Ja. Und drittens haben wir auch gemerkt, dass wir den Menschen da draußen Gutes tun, ja, weil, ich meine... Das trauen sich ja dann auch mehr Menschen ran. Genau. Aber wie kommst du jeden Tag auf die Rezeptideen? Ach du, das ist alles... Also beim Backen geht es bei mir schon gut, beim Kochen bin ich schon... So, was koche ich heute? Ich habe in meinem Kopf eine Liste von eigentlich so allen Lebensmitteln, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte, abgespeichert und ich kann dann einfach spielen. Ja? Also ich sage... Meine Frau sagt gestern, ja, mach doch einen Krautsalat, ja, zum Knödel. Und ich sehe dann Kraut und sage, okay, Kraut, Apfel, Kraut, Sellerie, Birne, Kraut, Chicorée, um was Bitteres reinzubekommen, weil das Bittere wieder gut zum Käse passt. Und so gehen für mich Gerichte einfach zusammen. Also es ist ein Spiel in Wahrheit. Das Kreieren von Gerichten ist ein Spiel. Der Sellerie, nicht weil er jetzt zum Kraut passt, ja, Sellerie, weil er jetzt viel... Ja, okay, ich nehme das irgendwie so. Ich schaue, dass ich so nah bin, ich gehe bei dir bin. Zack. Hallo. Sind wir immer auf... Hört ihr mich jetzt besser? Wie sind so deine Gesangskünste? Provozier mich jetzt, oder? Wie sind so deine Gesangskünste?
Nee, es bringt nichts, wenn du zweimal fragst. Meine Gesangskünste wären nicht besser. Ja? Was sind so deine Songs, die du hörst? Also ich glaube, das einzige Lied, das ich singen kann, ist Adriano Celentano, Il ragazzo della Via Gluck. Okay. Das kennst du wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Was singst du? Schlager? Nee, so ABBA und so ein paar rockige Sachen und so alles, was Sarah singen kann. Sing ich einfach hey, mit. Boah, ey, das war so schön. Was? Oh, boah, hast du das gesehen mit dem Paul? Leck mich im Arsch, war das schön. Ich habe geheult. Paul, vielleicht guckt er ja zu, der Paul. Paul, schreib mal, wenn du zuguckst. Oder Petra. Guck, der Roland hat es auch gesehen, das Video. Und weißt du was? Sollen wir den auch einfach ganz fein, Sellerie? Nee, der reicht. Chico. Ach, du hast schon? Ja. Ach so. Ja, siehst. Was noch? Apfel? Chicory? Ja, mach ich. Apfel kannst du machen. Den brauchen wir gar nicht schälen. Oh, das war so schön. Ey, und ich fand ja auch das Lied wahnsinnig gut gewählt. Ach, das hat der Paul ausgesucht. Ey, und wie du das gesungen hast, oder beide, also ihr im Duett, das war schon großartig. Sarah. Wer war das? Ah, sie war die zweite Sängerin. Also eigentlich ist sie die Sängerin und ich so die Background-Sängerin. Boah, ey, das hat echt richtig gut geklungen. Aber ihre Stimme zieht meine mit. So allein kriege ich es nicht so gut hin. Oh, das war so schön. Ja. Und vor allem haben wir den ja ganz spontan getroffen. Er hat nämlich geschrieben, oh, ihr seid gerade in München, 10 Minuten von mir weg. Und dann habe ich gesagt, ja, schade, wir sehen uns nächstes Mal. Und habe dann aber seiner Mama geschrieben. Nein. Und habe gesagt, komm doch vorbei und überrasch ihn. Geil. Und dann hat sie ihn überrascht, ja. Und er macht es so cool, der Paul, echt so 19 Jahre alt. Und dann steuert er diesen Bildschirm mit seinen Augen und redet dann einfach mit ihm. Ja, irre. Und er schreibt mir dann auch immer auf Instagram und geil. So. Geil. Und dann hat er sich den Song gewünscht. Und weißt du was, es gibt... Es gibt nichts, was einen so glücklich macht, ja, als Kindern oder Jugendlichen, ja, oder Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, ja, eine Freude zu machen. Ja. Ich bin da bei dem, schön, wie heißt es, Wünsch dir was, glaube ich, wo Kinder, die nicht so viel Glück hatten, die schwer krank sind. Gibt es ja leider echt viele. Absolut. Und denen Freude zu bereiten, also da... Ja. Für das nehme ich mir immer Zeit. Ich meine, mein Herz ist ja jeden Tag mit Glück erfüllt, aber an dem Tag war das schon so. Ich gucke mir jeden Abend noch das Video an. Ja. Es war einfach so überglücklich. Großartig. Schnittlauch? Ja. Guter Tipp, kennst du sicher, oder? Nein. In Folie einzuwickeln, weil dann ist der total schön stabil da drinnen. So kompakt. Und dann stülpst du einfach so zurück. Mhm. Und dann brauchst du nicht, weißt du, dann ist der so schon. Wie lange hält der so frisch? Ja, du, wenn du ihn einpackst, ist der eh gut. Ich meine, so lange hält bei uns eh kein Lebensmittel aus, ja. Weil ich habe neulich eine ganze Schubkarre voll Schnittlauch bei uns geerntet und dann habe ich sofort eingefroren. Okay. Sofort geschnitten und alles weg. Ah, geschnitten, eingefroren, ja, ist eh gescheit, ja. Jetzt haben wir halt so Schnittlauch für die nächsten 4 Jahre. Mega. Ah, du kannst es ganz gut, ja? Ja? Ja, doch. Gut. So, beim Krautsalat auch wieder. Ich gehe auch bei Salaten ganz gern mit Butter ran und nicht nur mit Öl. Mhm. So vor allem bei Krautsalat, bei Kartoffelsalat. Und geben wir noch ein bisschen Lauch dazu, wenn er schon da ist. Die Knödel. Gehen gut ich dahin. Das Kabel irgendwann durchzuschneiden. Ein bisschen Kabel im Salat. Wie stehen wir zeitlich? Wie lange kochen wir schon? Nee, es würde mich einfach interessieren. Halbe Stunde. Ja, halbe Stunde? Eine halbe Stunde ist eigentlich fast gekocht. Die Vinaigrette von einem Krautsalat gebe ich immer ganz gern warm drüber. Mhm. Weil er dann besser einzieht, ja, und weil er weicher wird. Wo ist mein Lieblingslöffel? Ah, da ist er. Ich finde es immer so schön, wenn ich den Löffel dann sehe. Öl geben wir auch noch ein bisschen rein. Weißt du, wo der war? Mhm, gebrannte Mandelmischung. Ja.
Jetzt muss ich da wieder was überlegen. Ich schaue nie hier rein, es tut mir leid. Ja. Alles gut. Du darfst auch sprechen mit mir. Ja. Und das nächste Mal backen wir dann eine Torte. Gell? Weißt du, dass mein Vater Konditor war? Echt? Ja. Mein Vater, kannst du da nicht backen? Ich kann super backen. Ja? Ja, ich möchte einfach das nicht zeigen. Aha, zu viele Talente dann. Dann hätte er zu viele Talente. Ich habe... Das machen wir gleich im Anschluss. Ich habe einen... Ich habe ja in der Patisserie begonnen, in meiner Lehre. Also zwar Koch, aber in der Patisserie. Ja. Bin dann auch im Tantris nach München, da war ich auch in der Patisserie. Ich bin nur so vom rein menschlichen, nicht der geschaffene Patissier, weil der Patissier kann ohne Waage nicht und ich möchte mit Waage nicht. Ja, und ich sage immer, das ist der größte Unterschied zwischen Konditoren, Patissiers und Köchen, dass ich einfach, ich meine, ich mag nichts abwägen. Ja. Ja, und das muss man halt schon. Oh, schau, die lasse ich dir noch. Ja. Ich frage mich jetzt, wie ich den Krautsalat marinieren soll. In der etwas kleinen Schüssel? Ja. Kenne ich. An der Menge. Kenne ich das Problem. Jedes Mal sage ich dazu, ich hätte auch eine größere Schüssel nehmen können. Und den Knödeln macht es jetzt auch nichts, dass die da so drin schwimmen? Nee, gar nicht. Der hat 12 Minuten kann es ihnen sowieso geben, ja. Und wenn sie 15 Minuten drinnen sind, ist auch immer kein Thema. Bitte? Entschuldigung, kannst du mich bitte vorher fragen? Bitte vorher fragen, ja? So. So, mit dem Probierlöffel einfach abschmecken. Aber es ist gut, dass du das unter Kontrolle hast. Ja, ja, ich kontrolliere es. So, dass nichts überbleibt. Und jetzt wird es spannend. Wenn man es anfangen kann, weil irgendwann fällt es eh ein bisschen zusammen. Hast du wieder Angst, oder? Ich halt alles bereit, um die große Katastrophe zu verhindern. Danke. Da kann man jetzt... Ja, voll eingespielt. Ja. Wir sind heute zum ersten Mal zusammen in der Küche. Absolut. Premiere. Aber ich meine, wir kennen uns ja auch, wie wir arbeiten, weil ich gesehen habe, wie du das machst, du weißt, wie ich. Und es war für mich so absolut klar, dass man da irgendwie... Ich glaube, das Arbeiten ist gar nicht so das Wichtigste, sondern so das Zwischenmenschliche. Genau. Und das war... Das war sofort klar. Also, null. Oder? Ja, wir haben ja nichts abgesprochen und das und das und das, über das müssen wir reden. Ich hatte keine Ahnung, was wir eigentlich heute machen. Nee. Aber das geht mir immer so. Ja, ich habe gesagt, wir kommen zum Kaffee trinken oder was ihr wollt. Möchtest du ein Probegäbelchen hier rausnehmen und probieren? Ja. Oh, siehst du, Probegabel. Ja, ich mach's nicht. Lisa 1, 2, 3 kann mir heute ja nicht schreiben, ja, weil die steht ja neben mir und arbeitet mit. Salz fehlt. So. Ich hätte noch ein bisschen Salz. Bisschen. Ja, fehlt alles noch ein bisschen. Sehr gut. So, jetzt. Mal ganz kurz, ich muss ein Tuch holen. Salz. Dann machen wir noch ein bisschen Sesamöl rein, weil es gerade hier rumsteht. Hast du jetzt das Tuch versteckt? Da hinten rechts, neben deinem, das Buch ist neben deinem Buch. Der macht es auch, weißt du, was er immer macht?
Der Bub, der tut immer mit denen, also mit unserer ich, unsere schöne Kirche, ja, tut der immer alles Dreckige rüberwischen. Und dann tut am Schluss das zusammengeknäulte, dreckige, nasse Teil irgendwo hinlegen. Oh, lecker. Was ist denn das jetzt? Ja, ich habe ja die Hoffnung, ist das jetzt die Beschwerde, oder? Ein bisschen Manieren in der Küche beibringt. So, gehe ich noch mal rein, oder? Ja. Hast du jetzt da noch mal was rein? Ja. Ich habe so ein bisschen Essig und Salz noch rein. Weil Säure... Auch ins Mikrofon geflüstert. Er macht noch Salz und Essig. Wusste es, oder? Ja. Ja, das hat jetzt noch nichts geschmeckt. Oh, das ist gut sogar. So, jetzt sind wir raus, die Katze ist da, wir sind raus. Bitte? Wir sind raus, die Katze ist da. Aber jetzt schmeckt's. Einverstanden? Perfekt. Schöne Säure, gell? So, jetzt werden wir noch schön. Marc, hört das auf wieder, das Gepiepse? Oh, die Fuchs. Wenn wir es ausmachen. Da hinten in der Schublade. Stink. Ja, links. Oh. Jetzt weg, jetzt kann ich putzen. Ah, er ist wieder da. Oh je, jetzt kommt wieder Chaos. Ihr zwei würdet es auch super zusammenpassen, oder? Ja, perfekt. Aber Würze, oh, da haben wir noch Trauben und Schnittlauch. Das. Aber okay, oh, Schnittlauch, ja, verwende ich für die Knödel. Trauben machen wir da. Ja. Und tun wir die dann. Ich bin so der Ruhepol. Schön, gell? Auf der, ja, Platte rauf. Ja. Kann der Murat kochen? Nee. Nee. So ein paar Sachen macht er schon. Ja. Ganz gut. Aber Josh, hilf mir raus. Weißt du, was ich glaube? Er versucht's. Weißt du, was ich glaube? Er ist zu hektisch. Ja, er ist zu hektisch. Murat ist zu hektisch. Murat hat zu wenig Geduld für Keine Kochen. Weil Geduld, du musst Geduld haben beim Kochen. Ja, und das hat er nicht. Ja. Genauso hätte ich ihn jetzt auch eingeschätzt. Ja. So, jetzt kommen die Knödel endlich raus. Oh, lecker schmecken. Da Nussbutter, also geröstete Butter, gibt nochmal den Geschmack von außen. Du siehst, dass der Käse perfekt war, ja, weil er das. Weißt du, was du da machen kannst? Schön. Ja. Den Parmesan, ja, den können wir einfach drüber reiben. Mit der Reibe. Ich muss dir die Reibe geben. Da hinten. Hier direkt rein? Ja, einfach drüber, ja, das tun wir einfach so schön. Ja, schade, dass ihr nicht probieren könnt. Ich muss mal nicht aufräumen, weil du heute da bist. Weil normal kommen sie ja direkt vom Wasser auf den Teller. Ja. Und dann gibt man den Parmesan drüber und gib dann die Nussbutter drüber. Ich finde es ganz gut, wenn sie noch so ein bisschen nachbraten oder schmoren. Ja. Ein bisschen raschen, lecker. So, komm, jetzt die zwei gehen auch noch, oder? Ja, das passt noch. Hey, komm mal. Juhu. Wir hatten gestern so die Diskussion über Tirol und alles, weil wir mal nach Tirol wollen. Südtirol oder Tirol? Beides. Und das Erste, was uns dazu einfiel, war Anton aus Tirol. Ah ja. Und der Roland natürlich. Darf ich ein bisschen von deinem Ja, darfst Pfeffer. Du nehmen. Bedien dich, fühl dich wie zu Hause. Ja, also, essenstechnisch. Ich bin ganz gastfreundlich. Essenstechnisch Südtirol. Ja. Also da hat in Tirol niemand eine Chance. Ja. Okay. Josh, wir müssen nach Südtirol. Oh, ich sag da, das wird, ich tue einen raus. Wir müssen mehr Sport machen.
weil wir eine kulinarische Reise machen. Oh, wieder so viel essen. Ja, wieder so viel essen. Oh, jetzt ja. So, bevor wir jetzt essen gehen, möchte ich das. Das Sally. Ich mache der Sally jetzt einen Probelöffel. Mhm. Ist der zu groß? Ja. Okay. Ja. Ich weiß, und du musst dann immer essen und er hält immer die Kamera drauf. Aber das ist mir echt zu groß. Schau, ich breche ihn. Man kann ihn brechen, siehst du? Oh. Schau mal, wie schön der da drinnen ist. Oh, richtig schön. Oh, der ist richtig schön, oder? Kommt das Rezept in deine App, soll ich fragen? Aber... Oh. Welches Rezept? War es sein Rezept? Es ist kein Rezept. Es ist ein Gefühl. Genau. Danke. Ja. Finde ich geil. Oh, echt lecker. Käse, Vollgas, ja. Und dann abgerundet mit dem frischen Salat. Genau. Oh, lecker. War schon gut, der Spontanbesuch. Danke. Dass es nochmal geschieht zwischen uns zweien. Hoffentlich. Das nächste Mal mit Backen. Eine leckere Torte. Ihr könnt ja mal schreiben, welche Torte ihr euch wünscht, die wir zwei dann zusammen machen. Beziehungsweise er. Ich lasse ihn dann backen. Du musst ihn anleiten. Mach ich. Ach, dann so eine richtig schöne, aufwendige Torte. War für einen schönen Besuch. Danke.